Herzlich willkommen zum Positive Affirmation Podcast. Schön, dass du wieder hier bist. Bevor wir loslegen, möchte ich heute Danke sagen. Nach 25 Folgen und über 500 Affirmationen ist dieser Podcast ganz schön schnell gewachsen. Und das wäre nicht möglich gewesen ohne dich. Danke von Herzen für die vielen Rückmeldungen, Bewertungen und Kommentare, die ich zu jeder Folge erhalte. Das hilft mir, besser zu werden und auch immer wieder neue Themen zu bringen, die dich bewegen. Wenn du, genau wie ich, auf die Kraft von Affirmationen vertraust, dann weißt du, wie wichtig es ist, sich täglich mit positiven Gedanken zu umgeben. Sie sind die Grundlage und gleichzeitig auch das Ziel von Affirmationen. Sie helfen uns, motiviert zu bleiben und voller Selbstvertrauen optimistisch in die Zukunft zu blicken. Wenn du dazu gerne die Affirmationen aus diesem Podcast nutzt, dann wirst du mein neues Affirmationen-Album lieben. Es heißt Hallo Sommer und enthält gesprochene Affirmationen über wichtige Herzensthemen mit entspannender Musik. Das Album ist gerade erst erschienen und ich finde es ungemein kraftvoll. Es wird dir helfen, einen erfolgreichen Sommer und ein positives Mindset zu erschaffen. Mit dem Kauf des Albums kannst du mich und diesen Podcast unterstützen. Du findest es, zusammen mit einem Video von mir, im Shop auf highenergymind.com. Und damit kommen wir zur heutigen Folge und der Frage, wie führt man eine glückliche Beziehung? Oder genauer, was macht eine glückliche Beziehung eigentlich aus? Natürlich geht es um Vertrauen und Kommunikation, dass du dir selbst gegenüber ehrlich bist und auch sagst, was du in einer Beziehung willst und was du nicht willst. Es geht um gegenseitiges Verständnis und Respekt. Aber mindestens genauso wichtig ist auch die Beziehung, die du zu dir selbst hast. Denn wenn wir mit uns selbst unglücklich sind, werden wir auch mit anderen nicht glücklich sein. In meinem neuen Blogbeitrag zu dieser Folge gehe ich tiefer darauf ein, wie du eine glückliche Beziehung führst und wie du deine Beziehung zu deinem Partner oder deiner Partnerin zu einer glücklichen Beziehung machen kannst. In dem Artikel kannst du auch alle Affirmationen aus dieser Folge nachlesen. Du findest den Text im Blog auf highenergymind.com. Wenn es um Beziehungen geht, mangelt es nicht an Ratschlägen, wie man sie gesund und glücklich halten kann. Tatsächlich können dir aber auch Affirmationen helfen, dass du eine erfüllende Partnerschaft oder Freundschaft anziehst. Die neuen positiven Überzeugungen aus dieser Folge zeigen dir, dass eine glückliche Beziehung für jeden Menschen möglich ist. Ganz egal, wo du gerade stehst oder welche Erfahrungen du früher gemacht hast. Wenn dir diese Folge gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und eine Bewertung schreibst. Und wenn du mehr willst, dann vergiss nicht, mein neues Album Hallo Sommer anzusehen. Und jetzt lass uns anfangen mit den positiven Affirmationen für eine glückliche Beziehung. Ich öffne mich für die Energie von Vertrauen. Ich bin in Harmonie mit mir und anderen. Meine Beziehungen sind sicher und gesund. Ich öffne mich für Liebe und Freude in meinem Leben. Ich verdiene Leidenschaft und Romantik in meinem Leben. Ich bin liebenswert, ich liebe und werde geliebt. Beziehungen bringen Freude und Erfüllung in mein Leben. Ich erlaube meiner romantischen Seite zu leuchten.
Es ist sicher für mich, vertraute Beziehungen zu haben. Ich gehe sicher und liebevoll auf andere Menschen zu. Ich vertraue darauf, dass das Universum mich mit allem versorgt. Ich habe eine glückliche und stabile Beziehung. Ich bin mit meinem Partner liebevoll verbunden. Ich behandle meine Freunde mit Respekt. Ich bin es wert, Glück in meinen Beziehungen zu haben. Nur ich selbst kann mich wirklich glücklich machen. Ich öffne mich für die Energie von Vertrauen. Ich bin in Harmonie mit mir und anderen. Meine Beziehungen sind sicher und gesund. Ich öffne mich für Liebe und Freude in meinem Leben. Ich verdiene Leidenschaft und Romantik in meinem Leben. Ich bin liebenswert, ich liebe und werde geliebt. Beziehungen bringen Freude und Erfüllung in mein Leben. Ich erlaube meiner romantischen Seite zu leuchten. Es ist sicher für mich, vertraute Beziehungen zu haben. Ich gehe sicher und liebevoll auf andere Menschen zu. Ich vertraue darauf, dass das Universum mich mit allem versorgt. Ich habe eine glückliche und stabile Beziehung. Ich bin mit meinem Partner liebevoll verbunden. Ich behandle meine Freunde mit Respekt. Ich bin es wert, Glück in meinen Beziehungen zu haben. Nur ich selbst kann mich wirklich glücklich machen.